Metall, liebe Mitbürger, Sternchen innen, vor den sich als Endgeräten definierenden Dingen. So, also, nein, ich gendere nicht. Super, das war jetzt mal gar nicht zielführend. Ich muss mich konzentrieren. Genau. Wir bauen jetzt hier so lange noch an diesem fragwürdigen Bauwerk hier, bis das Material alle ist. Und hoffen, dass uns bis dahin nicht der Stuhlfrosch irgendwas an den Kopf wirft. Das passiert ja durchaus mal. Also heute noch nicht. Halt mal. Ich bin gerade am Überlegen, wie das denn hier jetzt alles läuft, weil das macht ja keinen, das ergibt ja keinen Sinn. Weißt du, es mag jetzt blöd erscheinen, dass ich jetzt hier ausgerechnet jetzt die Tür rauskloppe, aber was soll's. Kriegen wir. Wie immer, herzerfrischend. Der Nähter. Unendliche Weiten. Wir schreiben das ja, was auch immer. Problem ist jetzt, wir brauchen jetzt gar nicht so viele hier Platten. Weshalb ich erstmal hergehe und sage, das dürfte, Ugo, das dürfte erstmal reichen. Naja, in ein paar Monaten ist ja schon wieder Ugo-Nachten, ne? So. Ach ja, die guten alten Ugo-Nachten. Das kommt da auch mal raus. Und, weißt du, dann mache ich das doch so, dass ich das alles so mache. Und, ich würde sagen, ich baue hier. Ich mache noch mal ein paar Platten. So, wieder 6. Ogo. Ja, 6 ist lustig, glaub es mir. Ich brauche noch mal 3 Platten. 3 Platten sind. Na? Können wir leider nicht. Fuck, ich habe ja noch. Naja, irgendwann werden sie verbraucht. Ich wusste, dass das da oben liegen bleibt. Na, das ist, ist normal so. Nimm mal diese Spitzhacke aus dem Bereich. Zack. Gib her. So, das muss da oben dann auch nicht mal drauf sein. Hogo. Der will doch von mir gehauen werden. Kleines Masolein. Maso-Schwein, hallo, Maso-Schwein. Es ist ein Maso-Pilami. Dann würde ich sagen, vorsichtig, die ist vollständig overpowered hier. Ich bin jetzt extra vorsichtig, tippe wirklich immer nur die Spitzhacke einmal so die Taste an, so. Denn das ist eine Efficiency, eine Sind-Sie-Angler-Spitzhacke Stufe 5. Und das heißt, wenn ich da einmal ordentlich in das Netherrack reinhaue,
damit, dann ist da ein riesengroßes Loch unter Umständen gefüllt mit Lava. So, ja, ich grab hier einfach mal weiter runter. Ja, das mag übertrieben erscheinen, die Höhe, aber besser übertrieben als zu wenig. Was? So, und einmal hier runter. Ja, super, das ist gar nicht lustig. Ich höre Strider. Also muss hier Lava in der Nähe sein. Bitte nicht. Bitte sagt mir, dass wir den Lava-Ozean schon untertunnelt haben. Oder besser gesagt, gerade untertunneln. Das wäre wirklich super. So. Und ich bin übrigens mal gespannt, wenn wir drüben... Das machen wir heute nicht. Beim Nether-Portal hier im Nether für das Ozeanmonument. Das ist der, wo wir letztes Mal hingegraben haben. Wenn wir da nach oben graben, wie der Wirrwald oben aussieht. Da bin ich mal gespannt. Wirrwald, ich sag's extra. Ja. Jetzt habe ich diesen Begriff doch tatsächlich verwandt. Ich sollte vielleicht doch mal das deutsche Sprachpaket einschalten. Nein. Als ich das letzte Mal gemacht habe, ist glaube ich, das war glaube ich noch 2016 oder so. Seitdem traditionell englischsprachig. Und ich würde mich glaube ich komisch fühlen, wenn die Sprache dann auf Deutsch eingestellt wäre jetzt. Ui, ja, 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 wundervoll. Gier frisst Gehirn, Gier frisst Gehirn. Gehirn heißt es natürlich. So. Andere Leute haben ein Gehirn, ich habe ein Gehirn. Was trappelt denn hier die ganze Zeit rum? Was höre ich da trapsen? So, dann lass uns mal ganz vorsichtig. Kackenfrosch, du kannst mir jetzt gar nichts mehr. Ah, 15 Erfahrungslevel. Und das trotz Mending. Mending. Also ich würde heute wirklich gerne in Kioschheim, ich würde jetzt wirklich in jeder Lokation demnächst gerne jeweils einen Bibliothekar hinbekommen. Und zwar jeweils in der nächsten Sitzung, die jetzt, ah, was ist das denn? Ah, nicht doch. Ja, ich höre Strider. Das heißt, wir sind in der Nähe von einem Lava-Ozean. Der Nether hört sich... Oh, Alter. Und ich sag's gerade noch, ne? Ich sag's gerade noch. Jetzt ist die Frage... Ach du meine Güte, wir haben nur noch 17 Sand. 6, 7, 8, 9. Ich mag da nicht ranschleichen. Nein. Habe ich nicht. Ah, ich habe schon gedacht, der Sand würde zerfallen unten. Aber weißt du, guck mal. Ah, wie ich das gar nicht mag. Warte, kann ich das vielleicht von hier aus machen? Das wäre mir um einiges lieber als... Ja, also was ich ja auch immer wieder unterschätze teilweise in meinem jugendlichen Leichtsinn, das ist unten in der Lava kann ja auch ein Magma Cube sein, der mich mal eben, also das hatte ich im englischsprachigen Let's Play, ihr könnt das selber, ah nee, nee, die Folge ist ja nie rausgekommen, weil ich da einen Aufnahmefehler hatte. Das ist wieder so eine Sache, hat nie jemand gesehen. Da hatte ich eine Netherfestung gefunden im englischsprachigen Let's Play. Und ja, die hatte ich damals tierisch schnell und tierisch effizient geräumt, muss man sagen. Also die war wirklich meine. Keine Wither-Skelette mehr, keine Lohn mehr und so weiter und so fort. Ich glaube, Moonspawner hatte das Teil überhaupt nicht. Das war der Grund, weshalb
das Teil wirklich sehr, sehr schnell dann erledigt war. Alter, ich mag das gar nicht. Soll ich? Nee, mag ich nicht sowas. Genauso wie das jetzt. Das erinnert mich so an alte Zeiten. Der eine oder andere mag sich an Erzählungen erinnern. Ich sag nur, Leuchtturmbau in der Welt, die ich glaube ich in der 1000er-Folge vorgestellt habe. Jetzt geht mir aber die Düse, Digga. So, und hier müssten wir jetzt... Weißt du, das geht gar nicht. Ich müsste nämlich Sand holen. Hallo. Ich bin weg. Vielleicht habe ich ja hier in der Truhe noch ein bisschen Sand. Bitte, danke. Nein, aber Gravel. Das ist genauso gut. Ich pack mal... Weißt du was? Ich nehme die beiden Knödelsand noch mit. So, dafür kommt der Netherrack hier mal rein. Und Netherquarz packen wir hier auch rein. Und die Tür... Ein aufgeräumtes Inventar ist Goldes wert. So. Weißt du, ach nee, jetzt lass das mal. Wir haben jetzt eine Aufgabe und diese Aufgabe wird jetzt durchgezogen. Honk. Honk, benimm dich. Auch wenn man das von dir gar nicht gewohnt ist. So, ich finde schon, dass ich mich recht gut benehme. Es ginge schlimmer. Also ich kenne ganz besonders englischsprachige Let's Player, die ich teilweise sehr, sehr gerne gucke, die viel mehr fluchen als ich. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ach du Scheiße. Ja, genau das. Das ist so unangenehm. Schreib es jetzt in die Kommentare, wenn du verstehst, warum ich das unangenehm finde. Wir müssen uns da unten drunter bauen. Es ist so eine Aufgabe wie in der Multiplayer-Welt. Wisst ihr, wo ich mich unten in die Lava gebaut habe. Das wird hier die gleiche Arbeit werden. Boah, ich hasse das. Warum? Ich höre hier die ganze Zeit dieses Strider. Guck, und dann sind wir schon . Warum kann ich da nicht dran bauen? Also jeder, der jetzt meine Panik hier nicht versteht, ist herzlos. Gut, wenn ich jetzt hier reinfalle, da geht nicht viel verloren. Ah. Nein. Why? Kollektiv, was? Ich rede hier nur noch Quatsch, weil ich so schrecklich nervös bin. Und mein Schleichenfinger wird langsam lahm. Ich weiß nur, wenn ich loslasse. Just let it go. Nee, wenn ich das mache. Zum Glück kann der Kackenfrosch hier in diesem... Ich hoffe mal. Ich fühle die Lava regelrecht, weißt du? Wie sie versucht, mein Fleisch zu essen.
mein virtuelles Fleisch. Alter. Okay, wir brauchen Material, Digga. Rennen. Digga. Ja, Digga. So, also. Wir können eigentlich das Material ohne mit der Wimper zu zucken einfach mal hier reinschmeißen. Warum ist denn hier, warum habe ich eine Axt dabei? Degorowski, und warum so viel Eisen? Ja. So, also hier ist noch ein ganz kleines bisschen Gravel. Wo ich versucht bin tatsächlich das da unten jetzt reinzuschmeißen. Ja, das wird jetzt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir jetzt hier noch Lavaspielchen bauen müssen. Ich habe gedacht, wir würden hier irgendwie einfach in den Netherrack runter treppen und fertig. Aber wäre zu schön gewesen, glaube ich. Ich muss mal gucken, wie tief das ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, hatte ich vorhin schon so halbwegs gezählt. So, die Sache ist jetzt folgende. Ich muss jetzt hier an den Rand ran. 2, 3, 4, 5. Okay, das war's dann damit auch mal. Wir müssen Material holen. Auffüllmaterial. Wir gehen jetzt nach Kioschheim. Und ja, stecken alles an Sand und Gravel, was wir dort haben. Und was hoffentlich viel ist. Alter Schwede. Jetzt ausgerechnet. Stecken wir in unser Inventar. Kannst du mal mit dem Gegrunze aufhören, Grunzi? Pass mal auf. Ich muss jetzt irgendwie mal ein bisschen Entspannung haben. Ah! Wow, ruckelt das, Digga. Ausgerechnet jetzt ruckelt das hier wie Sau. Ja, weil die Welt geladen wird. Zukünftiger Ort von Honk Castle oder Honkburg. Honkeburg. Dieses ganze Zerrupfte da, das werden wir übrigens, das ist gegen die Physik und das werde ich deswegen eliminieren. Ganz eindeutig. So. Wie gesagt, ich schaue jetzt mal. Ne, hier dürfte nichts von dem. Ja, wir werden heute wahrscheinlich nicht zum Mahnmal für Hundi V2, V1 kommen. Hundi V2, wo ist eigentlich Hundi V2? Ja. Der da hat noch gar keinen Namen. Ja. Was gibt's denn da zu lachen? Warum wird hier so albern gekichert? So, hier haben wir. Oh, geil. Den ganzen Gravel versenken wir im Nether. Und den Sand hier auch. Okay. Auf geht's. Ave Caesar. Morituri te salutant. Oder wie das heißt. Ich bin nicht so gut in. Ich habe nur das kleine Latrinum, Digga. So, dann. Den kleinen Abort. Ja, ich muss solche Sprüche machen, damit ich damit leben kann, was ich jetzt gleich hier machen muss. So, ich schleich mal lieber. Uah, ich hasse das so sehr. Obwohl ja eigentlich nichts passieren kann, ne? Solange ich die Schleichentaste drücke, wohlgemerkt, solange, ne? Ich weiß allerdings auch, dass Minecraft manchmal so leicht glitchy ist, ne? Das hört sich so ekelig an. Strider, wenn du mich hier runter bäumelst, dann gibt's aber mal sowas von auf der Fresse.
Was wird sich so rächen? Ein hilfloses Wesen geschlagen. Dieser brutale Honk. Ich habe schon wieder eine verwegene Idee. Die ich allerdings erst umsetzen werde, sobald ich hier halbwegs sicher bin. Und das wird dauern. Gehe ich von aus. Like a candle in the wind. Ja. Och, super. Ja, also bis hierher ging es gut. Oh, guck mal, wie viel Glowstone da drüben ist. Ich wollte gerade sagen, dann fülle ich hier die ganze Scheuse hier auf. 9 Blöcke tief.